So, meine Damen und Herren, willkommen zu Call of Cthulhu. Tulu oder wie das auch immer heißt. Zum Let's Play. Ich spiele hier auf der PS4 Pro. Schauen wir mal, wie das Spiel so ist. Ich habe die Vorgänger nicht gespielt. Also zum ersten Mal dabei. Die Vorgänger waren eher Horror getrimmt und das hier soll eher so detektivmäßig ablaufen. Ein Krimi mit natürlich Horroraspekten. Mal schauen. Wahnsinn beitreten. Schauen wir noch mal. Uiuiui. Meine Güte, ganz schön blutig. Okay, man kann sich hier mit L bewegen. Beziehungsweise mit der linken Stick natürlich bewegen, mit der rechten Stick kann man sich umschauen. So. Kann man hier irgendwas einsammeln? So ein bisschen so. So Evil Within und so weiter. Resident Evil mäßig, ne? Hier ein bisschen rumlaufen, überall alles blutig hier. Wieder so ein Hai hier, der rumliegt. Interessant. Die Musik sehr schaurig. Okay. Da scheint jemand ein Fetisch für Haie zu haben. Okay. Was ist das hier? Ah, okay, da kann man nicht durch wahrscheinlich. Deswegen muss man hier wahrscheinlich mit Kreis ducken und durchlaufen. So. Da geht es wahrscheinlich lang. Was ist eigentlich drüben? Komisch. Wo soll ich hingehen? Kann ich es mir aussuchen oder in die Dunkelheit? Du musst manche Gegenstände anleuchten, um mit ihnen interagieren zu können. Also bedeutet das natürlich das Ding hier, die Lampe nehmen und. Ah ja. So schaut's aus. Was ist das hier? Ah ja, mit dem Ding kann ich mir wahrscheinlich. Aber das nehmen kann ich es jetzt immer noch nicht, weil ich habe. Aber gut, so können wir natürlich gucken, was hier alles gibt. Der Gerät ist hier eine Höhle. Eine Höhle und schauen wir mal doch hier rein. Kann man sich eigentlich schneller bewegen? Muss ich mal auch ausprobieren. Nee, mit dem Linkstick drücken geht's nicht. Das lernen wir wahrscheinlich später. So, gut, dann würde ich sagen, nehmen wir doch das Ding hier ab. Legen. Jetzt ducken. Kann ich es ablegen? Kann ich das Ding hier nehmen? Ah, okay, und ganz einfach mit X nehmen und das war's. Na gut. Ansonsten ja. Macht er automatisch. Ich drück X, dann tut er die Kette. Ja, man muss einfach mit X alles interagieren. Alles klar. Was ist da hier alles? Okay, das ist ja, da bin ich, da kann ich auch, hätte ich vorhin durchgehen können. Glaube ich jedenfalls. Egal, gehen wir weiter. So. Was ist das hier? Kann ich nicht mitnehmen. gehen wir mal hier durch. So. Boah. Ich glaube. Wieder. Das ist aber ein Wal, oder? Das ist kein Hai, oder? Das ist ein Wal. Okay, überall Gedärme oder was das hier so rumliegt. So.
Da ist eine kleine Höhle. Ein Eingang geht da nicht. Ne, da kann man nicht rein. Alles klar. Ah, L2 ist Rennen. Hier sieht man es. Rennen ist L2, wobei das natürlich sehr marginal ist. Sehr viel schneller rennt man da auch nicht rum, aber immerhin besser als nichts. So. Eigentlich spiele ich kaum so. Horrorspiele sind eigentlich nicht mein Setting, mein Genre. Eher so Action-Adventure-Rollenspiel-mäßig unterwegs. So. Das sind wir. Aua! Oh, nochmal. Oh, das war zum Glück nur ein Traum, anscheinend. Das ist unser Tagebuch. Mein Bruder Detail, die bei der Detektei Winworth unter Vertrag steht. Nach dem großen Krieg beschloss ich, mich in Boston niederzulassen. Hier gibt es immer genug Arbeit für Leute wie mich. Ein kleiner Fall jagt den nächsten Ehebruch. Offene Rechnungen, Verschwundene, die gar nicht verschwunden sind. Die alte Bürocouch ist nicht so bequem wie ein richtiges Bett und ich sollte wohl die leeren Flaschen loswerden. Aber es ist mein eigenes Recht für den Moment. Hinweise, Inventar, also man kann da umschalten, L2 Okkult. So, dann haben wir Pierce, hier kann man die Dings erweitern. Man kann, also das ist in die Perks, wo man, also rollenspielmäßig kann man hier alles aufwerten. Meine Favoriten wären, oder was sind das, wäre ein Wissen für menschliches Verhalten. Steigt eine Chance, die Motivation eines Personen anhand des Verhaltens oder eines der Analyse eines Gegenstands zu verstehen. Ermittlungen wären durch gut, ne? Untersuchungstalent. Man kann ja mehr Sachen wahrscheinlich finden, also beziehungsweise besser finden. Verbessert es die Fähigkeit, es steigt eine Chance, vergangene Ereignisse durch Analyse eines Tatorts oder eines Gegenstandes zu verstehen. Ach so, durch Tests mit der Vergangenheit. Ah. Na gut, Redegewandtheit ist auch gut. Beeinflusst eine Fähigkeit, Gesprächspartner durch die Kraft von Worten zu beeinflussen. Verbesserst du diese Fähigkeit, steigt deine Chance, andere in Gesprächen zu überzeugen oder zu manipulieren. Das ist gut. Entdeckung ist aber auch gut. Stärke ist gut zum Kämpfen. Aber was ist, wenn man zum Beispiel so machen würde. Geht nicht, wir müssen das mal aufsteigen. Feuerzeug haben wir dabei. So. Dann können wir natürlich hier uns das mal umschauen, was es alles so gibt. Hier gibt es so ein Dings hier im Schreibtisch. Einen Schluck nehmen. Machen wir doch gerne. Ich habe Durst, wenn ich aufstehe, habe ich Durst manchmal. So. Und das war jetzt hier wahrscheinlich so ein Whisky oder so. Oder stand es da? Ist das hier? Okay, da ist zum Beispiel, der Doktor kann mich nur noch so oft erzählen, dass ich meine Medizin nicht benötigen würde, um die Erinnerungen zu verdrängen, aber sie werden zurückkehren, wenn ich sie nicht weiter einnehme. Und eines Morgens werde ich dann nicht mehr aufwachen. Trotz der Behandlung sprechen wir wieder Stimmen im Traum zu mir. Aber sie klingen also anders, sonderbar, als würden sie aus düsteren, uralten Tiefen emporkommen. Was ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft? Fragezeichen. So. Also klar, lassen wir das mal laufen, oder? I should get rid of all this stuff. Übrigens ist das natürlich deutsch synchronisiert, wie bei GTA oder Red Dead Redemption 2 mit Untertiteln, englische Sprecher. Aber gut, das ist wahrscheinlich ein kleines Studio. Natural Sciences, Linguistics. Aber wobei, mein GTA ist ein großes Studio und da ist auch nicht synchronisiert, also. Naja.
A good old story of blackmail in a speakeasy. Dem Barbesitzer, der mich angeheuert hatte, gefiel es gar nicht, wie ich diesen Fall abgeschlossen hatte. Aber was kann man schon machen, wenn man gesetzeswidrig gehandelt hat und ein Privatdetektiv Beweise gegen einen hat? Man kann es drehen. Also ein Fall, der gelöst wurde. Okay. Kann man nicht hier irgendwas noch finden oder so? Okay. Ich mag solche Spiele, wo man da rumlaufen kann und Sachen, ja, umstöbern kann. Was ist das denn hier? Been too long since I've slept in a bed. Ah ja. Da ist ein lost battalion. Bild. Holding your position and obeying orders. Ich auch gerne solche Spiele, wie deswegen auch Spiele wie Deus Ex Mankind Divided oder Kingdom Deliverance oder was weiß ich was. Was ja. Da kann man auch bei Deus Ex Mankind Divided kann man auch in ganzen Räumen da rumschauen, alle Sachen einsammeln. I used to be an avid reader. So ein bisschen aufstehen hier. Zack. Na. Okay, das ist aber nichts. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Der Mann hat nie verstanden, dass seine Frau ihn verlassen hat. Er hat mich nach Wochen nach Ende der Untersuchung angerufen. Okay. Schwerer Fall. Naja. Was gibt's eigentlich hier? Kann man hier durch? Nein, man kann hier nicht durch. Joa. Sieht doch ganz schön launig hier aus. Was wollte ich machen? Ich wollte hier mal nochmal durchstöbern. Der Fall. Pierce. Fähigkeiten. Verstand. Hier gibt's hier noch. Ah, okay. Edward Pierce ist ein Veteran aus dem Ersten Weltkrieg, in dem er an der Mars-Argonne-Offensive teilnahm. Er ist einer der wenigen überlebenden Veteranen-Bataillons amerikanischen Soldaten, die schwere Verluste durch Artilleriefeuer von Feinden und Artillerien erlitten. Inmitten gefallenen Kameraden und ohne Nahrung oder medizinische Versorgung mussten sie ihre Sitzstellung mehrere Tage halten und wurden deshalb von ihren Landsmännern als verloren betrachtet. Pierce ist von diesen Ereignissen traumatisiert. Mit Schlaftabletten und Alkohol versucht er, die Albträume, die ihn heimsuchten, abzuwehren. Okay, dann kann man wahrscheinlich Verstand überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem kartesianischen Denken führst du Ermittlungen durch, bei denen du dich an Fakten überzeugen und die Wahrnehmung der Realität hältst. Deine Schlussfolgerungen sind logisch und zuverlässig. Ja, aber... Okay, das kann ich noch nicht verteilen, die Punkte. Das kann ich wahrscheinlich später erst. Wir müssen erstmal hier raus, würde ich sagen. I have business here to attend to. Aber ich habe hier noch was zu erledigen. So. Habe ich irgendwas vergessen mitzunehmen? Ah, da ist noch was. Natural Sciences, Linguistics, Archaeology. Natural Sciences. Okay, das sagt er mehrmals. Linguistics, Archaeology. Was haben wir vergessen? Wollen wir das mal ausschalten hier? Spiel gespeichert. Aha. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherrifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Na, siehst du mal, jetzt können wir es verteilen. Na super, also, was muss man machen? Immer schön Radio ausmachen, dann speichert es ab. In jedem Spiel, auch im realen Leben, dann kann man erst seine Fähigkeitspunkte verteilen. Und dann wird man angerufen. Also, ja, also Redegewandtheit auf jeden Fall. Wobei, warte mal kurz. Das haben wir schon gut hier, 40%. Das nehmen wir mit, oder? Redegewandtheit auf jeden Fall. Entdeckung will ich aber auch haben. Papapapam, Medizinkunde. Ja. Das. Also mir wichtig wäre das, die drei hier. Die wären mir wichtig. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das ist gut. Zurücksetzen, entfernen, betätigen. Bestätigen ist Optionen, okay. Ja, ich bin. What's wrong?
As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, do you still... I'm coming. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem. And I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. Okay. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Das Gemälde untersuchen, Akte zum Fall, nach Hinweis durchsuchen. Was haben wir denn hier? Der Doktor kann mir so oft erzählen, dass ich meine Beziehung bla bla. Trotz der Behandlung sprechen wieder Stimmen im Raum zu mir, aber sie klingen so anders, so sonderbar, als würden sie. Würden sie düster in uralten Tiefen hervorkommen, das ist das für ein fremdes Wesen, das nach mir ruft, das haben wir doch schon gelernt. Ein seltsames Gemälde, Sarah Hawkins hat es kurz vor ihrem tragischen Ende gemalt, direkt danach wurde es an ihren Vater geschickt, er ist überzeugt davon, dass die Künstlerin seine Tochter es ihm halt zukommen lassen. Er hat mir das Gemälde für die Ermittlungen zur Verfügung gestellt. Der reiche Unternehmer Stephen Webster ist bei mir gewesen, ich soll für ihn den Fall Sarah Hawkins wieder aufrollen, seine Tochter nach ihrer wurde der Fall benannt, ist mitsamt ihrer Familie in einem Feuer umgekommen. Er hat einige Dokumente über diesen Fall gesammelt, ich sollte sie durchsehen und mir einen Überblick über den Fall verschaffen. Ich melde Untersuchung an zum Fall Hawkins durchsehen. Okay. So. Na? Ermittlung. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Ermittlung. Okay, Gemälde untersuchen. Das haben wir schon gemacht. Da hier steht... Ja, warte mal kurz. Das war... Wahrscheinlich hier. Beim Okkult ist... Ja, für die einen ist sie eine künstlerische Visionärin, für die anderen eine völlig überschätzte Hochstaplerin. Sarah Hawkins spaltet die Gemüter, die heimnisvolle, zurückhaltende Künstlerin schafft kuriose Werke mit wuchtigen Farben und ungestümen Pinselstrichen, wenn die Gemälde ein Manifest ihrer Gedankenwelt und öffnet Sarah Hawkins Portal zu anderen Dimensionen. Ausschnitt aus dem Notizbuch von Edward Pierce. Okay, mal kurz. Was habe ich hier vergessen? Kann man das...
Ja, da inspizieren kann man das. Drehen. Ja, und was soll ich damit machen? Hinweise. So. Warte mal, ich muss mal kurz mal hier gucken. Ah. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Sie ist zum Teil unleserlich, aber ein Teil ist erkennbar. Lagerhaus 36 Darkwater. Hier steht das alte Feuer im Esszimmer ausbrach und die gesamte Familie getötete. Die Polizei gibt als Brandursache einen hässlichen Unfall an, verweist aber auf die schlechte geistige Verfassung von Sarah Hawkins. Aber warum? Die Zeitungs, ein Zeitungsstück, ein Artikel über die Hochzeit von Sarah und Charles Hawkins, einem Geschäftsmann von der Insel Darkwater. Sie führen ein zurückgezogenes Leben mit ihrem einzigen, dem einzigen Sohn Simon. Das kann man ja auch zu drehen, okay. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Das Gemälde sollte man nicht leichtfertig abtun. Der Polizei erwähnt ihre labile Psyche an der Geschichte etwas faul. Wo hat Sarah Hawkins gelebt? Okay. Okay, das ist natürlich. Freigeschaltet? Ach, sie ist freigeschaltet. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. So. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Und das ist ein Lagerhaus? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Okay. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Okay, jetzt muss ich halt mal, soll ich mal alle durchschalten? Ermittlung Profi? Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Na gut, ich würde sagen, das reicht. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce.
I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Ja. Und bevor wir dahin gehen, machen wir hier einen Cut, meine Damen und Herren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bisher macht es einen sehr guten Eindruck. Das gefällt mir hier, sich überall rumwümeln, überall nach Hinweisen suchen. Ja, bisher haben wir ein bisschen was. Bisher war es einfach. Ja, lassen wir uns überraschen, was uns noch so bevorsteht. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.